Will you state your full name? Wolf Heinz Höppner. Will you repeat this after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Und nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You sit down. Dankeschön. Ich stelle zunächst einige einleitenden Fragen, um zu beweisen, dass der Zeuge die notwendige Kenntnis zur Beantwortung der Beweisthemen hat. Wann sind Sie geboren? Am 24. Februar 1910. Seit wann gehören Sie dem SD an? Seit Anfang 1934. Welche Tätigkeit haben Sie vorher ausgeübt? Ich habe vorher studiert und juristischen Vorbereitungsdienst abgeleistet. Welche juristischen Examen haben Sie bestanden? Ich habe das erste und das zweite juristische Staatsexamen bestanden. Welches war Ihre Dienststellung im SD? Ich war zunächst ehrenamtlicher Mitarbeiter und Referent in einem Oberabschnitt, später Stabsführer in einem Leitabschnitt, dann Abschnittsführer und zum Schluss Gruppenleiter im Reichssicherheitshauptamt. Welche Gruppe haben Sie geleitet? Ich habe die Gruppe Römisch 3a, Rechts, Verwaltung und Volksleben geleitet. Welche sonstigen Aufgabengebiete haben Sie beim SD bearbeitet? Ich habe am Anfang während meiner ehrenamtlichen Tätigkeit das Gebiet der Presse bearbeitet, später Personal- und Organisationsfragen und als Staatsführer und Abschnittsführer war ich verantwortlich für das volle Aufgabengebiet des Sicherheitsdienstes in meinen Bereichen. Ich komme nunmehr zu meinem ersten Beweisthema. Ich will beweisen, dass der SD als Nachrichtenorganisation und die SS-Formation SD völlig getrennte Organisationen waren. Was bedeutet die Abkürzung SD? Die Abkürzung SD bedeutet Sicherheitsdienst. Welche verschiedenen Bedeutungen hatte das Wort? Das Wort Sicherheitsdienst hat zwei vollkommen verschiedene Bedeutungen. Es bedeutet einmal die SS-Sonderformation SD und es bedeutet zum Zweiten den Sicherheitsdienst als Nachrichtendienst. Wurde auch der Auslandsnachrichtendienst als SD bezeichnet? Jawohl, man bezeichnete ihn auch als SD und zwar als SD-Ausland. Wurde auch das Amt 7 als SD bezeichnet? Jawohl. Womit beschäftigte sich das Amt 7? Das Amt 7 beschäftigte sich mit Archivfragen, mit Bibliotheksfragen und hatte meines Wissens eine Reihe von wissenschaftlichen Sonderaufträgen. War der SD als SS-Formation etwas völlig Verschiedenes vom SD-Inlandsnachrichtendienst?
dem SD-Auslandsnachrichtendienst und dem Amt 7. Jawohl. Wem unterstand die Sonderformation SD der SS? Die Sonderformation SD der SS unterstand dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Wer gehörte dieser Sonderformation an? Dieser Sonderformation gehörten erstens die Angehörigen des Sicherheitsdienstes als Nachrichtendienst an, die aus der allgemeinen SS kamen. Dieser Sonderformation gehörten zweitens diejenigen an, die, nachdem sie in diesem Nachrichtendienst arbeiteten, in die SS aufgenommen wurden. Und drittens gehörten dieser Sonderformation die SS-Angehörigen der Sicherheitspolizei, also der Staatspolizei und Kriminalpolizei an. Und schließlich auch noch viertens die Angehörigen von Formationen, die mit dieser Sicherheitspolizei in einer gewissen arbeitsmäßigen Verbindung standen. Gehörten auch andere Personen dieser Sonderformation an, die nicht bei der Sicherheitspolizei oder beim Sicherheitsdienst tätig waren? Jawohl, ich meinte damit diese eben genannte vierte Gruppe und denke zum Beispiel an den Zollgrenzschutz. Hatte dieser Zusammenschluss von Personen irgendeine allgemein gemeinsame Aufgabe? Nein, es handelte sich bei diesem Zusammenschluss von Personen lediglich darum, dass er zunächst im SD-Hauptamt und später, nachdem im September 1939 das Reichssicherheitshauptamt gegründet war, im Amt 1 dieses Reichssicherheitshauptamtes registriert waren. Ich komme nunmehr zum... You seem to be going a little bit too fast. This light keeps coming on. Will you try and make sufficient pauses between the question and answer? Ich komme nunmehr zum zweiten Beweisthema, dem Verhältnis des Inlandsnachrichtendienstes Amt 3, dem Auslandsnachrichtendienst Amt 6 und dem Amt 7. Handelte es sich bei den Ämtern 3, 6, 7 um verschiedene oder um eine einheitliche Organisation des SD? Es handelte sich um verschiedene Organisationen. Ich darf das vielleicht mit einigen Worten begründen. Erstens waren die Aufgabengebiete dieser drei Ämter völlig verschiedene. Das Amt 3 beschäftigte sich mit Nachrichtendienst im Inland, das Amt 6 mit Nachrichtendienst im Ausland und das Amt 7 mit Bibliotheks- und Archivfragen. Zweitens war die Organisation eine völlig verschiedene. Beim Amt 3 Inlandsnachrichtendienst lag der Hauptwert der Organisation unten in der Außenstelle und im Abschnitt. Die Arbeitsmethode war also dezentralisiert. Bei dem Amt 6 Auslandsnachrichtendienst handelte es sich um eine starke Zentralisierung der Aufgabe. Das Amt 7 hat überhaupt nur eine Zentrale. Bestand zwischen diesen Ämtern 3, 6 und 7 eine feststellbare Verbindung mit einem allgemeinen gemeinsamen Zweck? Nein, dazu waren die Ziele dieser Ämter viel zu verschieden.
Die Angehörigen der Ämter hatten kaum Verbindung miteinander. Ich komme nunmehr zum dritten Beweisthema, die Entwicklung des SD bis zur Errichtung des Reichssicherheitshauptamtes, insbesondere zu der Frage, ob es während dieser Zeit zu den Aufgaben des SD gehörte, mit anderen in gemeinsamer Planung verschwörerisch zusammenzuwirken. Wann ist der SD, der Inlandsnachrichtendienst, gegründet worden? Der Sicherheitsdienst ist gegründet worden 1931-32. Hatte der SD in der Zeit seit seiner Gründung bis zur Beendigung des Krieges dieselbe Aufgabe, dasselbe Ziel und die gleiche Tätigkeit? Das kann man in keiner Weise sagen. Die Aufgaben und Ziele haben sogar sich sehr stark geändert, je nach der politischen Konstellation. Während der Sicherheitsdienst bis etwa 1933, Anfang 1934, die Aufgabe hatte, der allgemeinen SS zu helfen, wurde dieser Aufgabe der Boden entzogen, nachdem die Parteien, mit denen bis dahin die Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei konkurriert hatte, aufgelöst waren, es also eine legale konkurrierende Partei nicht mehr gab und die Bekämpfung bzw. Beobachtung oder Abwehr eines illegalen Gegners Aufgabe der Geheimen Staatspolizei wurde. Welche Zeitabschnitte sind von der Gründung bis zur Beendigung des Krieges zu unterscheiden? Von einem Zeitabschnitt sprach ich soeben schon, von dem von 1931 bis etwa 1933-34. Der zweite Zeitabschnitt begann 1934. Ich möchte als ein Ereignis oder besser vielleicht ein Dokument von besonderer Bedeutung an den Beginn den Auftrag des Stellvertreters des Führers setzen, dass der Sicherheitsdienst... Herr Zeuge, vielleicht geben Sie zunächst nur die Zeitabschnitte an. Ich werde Sie dann zu den einzelnen Zeitabschnitten kurz fragen. Der erste Zeitabschnitt war von 1931 bis 1934, Mitte 34. Der zweite von Mitte 1934 bis zur Errichtung des Reichssicherheitshauptamtes. Und der dritte umfasst die Zeit von Errichtung des Reichssicherheitshauptamtes bis Kriegsende. Welches war das Ziel? Welches war das Ziel, die Aufgabe und die Tätigkeit des SD in der Zeit von 1931 bis 1934? Die Aufgabe des Sicherheitsdienstes von 1931 bis 1934 war die einer Gliederung der Partei, nämlich der SS, bei ihrer Aufgabe, dem Führerschutz und dem Versammlungsschutz dadurch zu helfen, dass dieser SS durch Nachrichtendienst bei den konkurrierenden gegnerischen Parteien Mitteilungen darüber gegeben werden konnten, welche Maßnahmen von Seiten der anderen Parteien geplant waren. Ob also Redner überfallen werden sollten, ob irgendwelche Versammlungen gefährdet waren und so weiter. War der SD in dieser Zeit bereits unter seinem Führer Heydrich zu einem mächtigen
fachlich gründlich ausgebildeten Spionagesystem ausgebaut. Herr Präsident, ich darf in diesem Zusammenhang auf den Trial-Brief gegen die SS, Seite 8b der englischen Ausgabe hinweisen. 8b oben, Zeile 1 und 2. Bitte beantworten Sie die Frage. Bei der Beantwortung dieser Frage muss ich davon ausgehen, was ich bei meinem Eintritt in den Sicherheitsdienst Anfang 1934 in dieser Richtung selbst gesehen habe und was mir damals und später von Kameraden aus der Zeit vorher berichtet worden ist. Es handelte sich bei dem Sicherheitsdienst vor dem 30. Januar 1933 um eine ganz kleine Einrichtung, die kaum mehr als 20 bis 30 hauptamtliche Angehörige und nicht viel mehr ehrenamtliche Angehörige hatte, bei denen man von einer zentralen Steuerung oder einer fachlichen Ausbildung, sodass man von einem wirklichen Spionagenetz sprechen kann, überhaupt nicht ausgehen kann. Sie sprachen von 20 bis 25 hauptamtlichen Angehörigen. Für welches Gebiet? Für das gesamte Deutsche Reichsgebiet. Gab es sonst hier Angehörige, Ehrenamtliche? Die Zahl der Ehrenamtlichen war nicht viel größer. Hatten die Angehörigen des SD eine allgemeine und gemeinsame Vereinbarung getroffen, sich an Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Kriegsgesetze oder die Menschlichkeit zu beteiligen? Nein, sie hatten lediglich, wenn man überhaupt von einer Vereinbarung sprechen kann, da sie sich ja kaum kannten, die Absicht der legal um die Macht kämpfenden Partei dadurch zu helfen, dass sie die konkurrierende gegnerische Partei abwerten. Verfolgten die Angehörigen des SD in den Jahren 1933 und 1934 den Zweck, irgendwelche Personen zu unterstützen, die einen allgemeinen und gemeinsamen Plan zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Kriegsgesetze oder die Menschlichkeit gefasst hatten? Nein. War von einem derartigen Plan in den Jahren 1931 bis 1934 bei den Angehörigen des SD irgendetwas bekannt? Ich glaube, es ging da den Angehörigen des Sicherheitsdienstes nicht viel anders als dem weitaus überwiegenden Teil des deutschen Volkes. Es war nichts bekannt. Ich komme nunmehr zu dem zweiten Zeitabschnitt. Welches war das Ziel und die Aufgabe des SD während des Zeitabschnittes von 1934 bis zur Gründung des Reichssicherheitshauptamtes im Jahre 1939? Nachdem eine legale, konkurrierende Partei nicht mehr vorhanden war, es also lediglich einen illegalen politischen Gegner gab, dessen Bekämpfung, wie ich bereits sagte, Aufgabe der aus den politischen Polizeiabteilungen hervorgegangenen Staatspolizei war, musste sich die Aufgabe des Sicherheitsdienstes ändern. Sie änderte sich zunächst in der Weise, dass andere weltanschauliche Erscheinungsformen und politische Erscheinungsformen, andere weltanschauliche Gruppen. Herr Zeuge, vielleicht können Sie kürzer die Aufgaben und Ziele angeben. Also etwa, um ein paar Beispiele zu nennen, Freimaurer, Marxisten, Juden, dass diese Gruppen in einer mehr wissenschaftlichen und statistischen Methode erforscht wurden. Und dass der Partei
Material für Schulung und sonstige Aufgaben zugeführt wurde. Das war auch der letzte Sinn des Auftrags der Partei, einziger politischer Nachrichten- und Abwehrdienst für die Partei zu werden, vom Juni 1934. Etwas, was im Übrigen nie eingetreten ist, da es noch eine Unmasse von Informationsdiensten, Informationsquellen in der Partei bis zum Schluss weitergegeben hat. Auch diese Aufgabe, mehr forschungsmäßig, mit anderen weltanschaulichen Erscheinungsformen, mit politischen Gruppen zu arbeiten, war nicht von Beständigkeit, da es sich nach kurzer Zeit herausstellte, dass auch diese Forschungsarbeit in das Aufgabengebiet der Geheimen Staatspolizei gehörte. Weil sich eine derartige Gegnerforschung auf die Dauer nicht trennen lässt von der Exekutive, von den Erfahrungen der täglichen Vernehmung und so weiter. Diese Aufgabe endete deshalb mit einer ganz klaren Aufgabenteilung zwischen Sicherheitsdienst und Staatspolizei, die Mitte 1938 begann, insbesondere 1939 durchgeführt wurde und im Wesentlichen mit Errichtung des Reichssicherheitshauptamtes im September 1939 beendet war. Nach dieser Aufgabentrennung wäre die sicherheitsdienstliche Aufgabe überhaupt erledigt gewesen, wenn sich nicht aus diesem Sicherheitsdienst heraus, beginnend mit dem sogenannten geistigen SD 1933, 34 über ein Sonderreferat Kultur und eine Zentralabteilung Lebensgebietsnachrichtendienst, ich sagte aus diesem Sicherheitsdienst heraus, die ganz eigene Aufgabe für den Inlandsnachrichtendienst entwickelt hätte. Nämlich die Aufgabe, die Lebensgebiete des deutschen Volkes nach Fehlentwicklungen zu untersuchen, über diese Fehlentwicklungen die Führungsstellen zu unterrichten. Dr. Bullock, as I said to the other counsel, we don't want these witnesses to go through exactly the same ground, over the same ground that they've gone through before the commissions. We've got that evidence. We only want you to present them here in order that we may see what credit is to be attached to them and to deal with any particularly important or new subjects which haven't been dealt with before the commissions. And here this witness seems to be going over exactly the same ground as he's gone over before the commission. And at great length. Simply doing the same thing twice over. Ich habe das so aufgefasst, Herr Vorsitzender, dass ich das, was vor der Kommission länger in 2 Tagen verhandelt worden ist, nun kurz noch einmal im Ergebnis zusammenfasse. Und so ist es ja auch. Ich bringe jetzt den... Der Zeuge ist vor der Kommission zwei Tage vernommen worden und ich werde das jetzt vielleicht in 1 bis 1,5 oder 2 Stunden bringen. Aber ich glaubte, dass gerade die verschiedene Zielsetzung des SD in den einzelnen Jahren für das Hohe Tribunal von Interesse ist. Well, will you try and keep the summary within reasonable limits? Ja. Jawohl, Herr Präsident. Was können Sie über die Bedeutung der SD-Arbeit in dieser Zeit sagen? Die SD-Arbeit in dieser Zeit war fast ohne jede Bedeutung. Es handelte sich zunächst um ein Suchen der eigentlichen Aufgabe, um ein Herstellen des Nachrichtennetzes, um das Sammeln des notwendigen Grundlagenmaterials,
insbesondere ist wesentlich, dass der Sicherheitsdienst in dieser Zeit nach außen kaum hervortrat. Von der Anklagebehörde ist vorgetragen worden, die SS und auch der SD sei eine Elitegruppe der Partei gewesen, die draufgängerischen Anhänger der Nazi-Sache umfasste. Verpflichtung zur blinden Ergebenheit für Nazi-Prinzipien übernahm und bereit gewesen sei, diese ohne lange zu fragen auszuführen, was es auch kosten möge. Ich bitte in diesem Zusammenhang auf den Treilbrief gegen die SS, Seite römisch 7, A, B, hinweisen zu dürfen. Ich frage Sie, Herr Zeuge, sind die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des SD nach diesen Grundsätzen ausgesucht worden? Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sind danach ausgesucht worden, dass sie fachlich etwas konnten und dass sie charakterlich ordentliche Männer waren. Vielleicht beantworten Sie mir zuerst die Frage mit Ja oder Nein. Nein. Und geben Sie bitte jetzt die Begründung. Ich sagte bereits, dass die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter danach ausgesucht worden sind, dass sie fachlich etwas konnten und charakterlich in Ordnung waren. Es war weder für die Haupt- noch für die ehrenamtliche Mitarbeit Voraussetzung, dass jemand Parteigenosse war oder dass er etwa SS-Angehöriger war. Hat der SD Dinge getan, für die keine Regierungsstelle oder politische Partei, selbst nicht die Nazi-Partei, öffentlich die volle Verantwortung tragen wollte? Ich bitte die Aufmerksamkeit des Gerichts hierbei auf den Treilbrief gegen die SS, Seite römisch 8, Seite römisch 7, zweiten Absatz hinlenken zu dürfen. Nein. Arbeitete der SD in der Zeit, die Sie schilderten, von der Gründung bis 39, hinter den Kulissen ganz im Geheimen? Nein, man könnte dafür eine ganze Reihe von Beispielen anführen. Erstens trugen die hauptamtlichen Angehörigen Uniformen. Sie hatten das Zeichen SD auf dem Ärmel. Die Dienststellen waren beschildert, standen im Telefonbuch und so weiter. Hatten die Angehörigen des SD während des Zeitabschnittes von 1934 bis 1939 eine allgemeine und gemeinsame Vereinbarung getroffen, sich an Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Kriegsgesetze, gegen die Menschlichkeit zu beteiligen? Nein. Would that be a convenient time to break off? Hello, sound recording. Hello, sound recording. Take a break. Take a break. Haben die Angehörigen des SD während der Zeit von 1934 bis 1939 das Ziel und die Aufgabe verfolgt, irgendwelche Personen zu unterstützen, die einen allgemeinen und gemeinsamen Plan zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, die Kriegsgesetze und gegen die Menschlichkeit gefasst hatten? Nein. Bestand eine derartige Unterstützung auch nicht dadurch, dass der SD durch Erlangung von Auskünften über tatsächliche und mögliche Gegner der Nazi-Führung zur Vernichtung und Unschädlichmachung der Opposition beitrug? Nein. Können Sie die Antwort begründen? Jawohl.
aber bitte ganz kurz. Es war die Aufgabe des Sicherheitsdienstes, Fehlentwicklung auf den Lebensgebieten nachzugehen. Einzelfälle waren Beispiel. Es war nicht die Aufgabe, gegen einzelne Personen Verfahren bei irgendwelchen anderen Dienststellen einzuleiten. Musste nicht die Stimmungsberichterstattung und die Berichterstattung auf den Lebensgebieten, insbesondere seit der Rheinlandbesetzung bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges, die Angehörigen des SD davon überzeugen, dass in Deutschland alles den Krieg erwartete? Ganz im Gegenteil. Bitte beantworten Sie zuerst die Frage mit Ja oder Nein. Nein. Geben Sie bitte jetzt die Begründung. Ich sagte schon ganz im Gegenteil. Es hat in dieser Zeit kaum jemand in Deutschland gegeben, der einen Krieg erwartete. Und gerade die Lageberichterstattung auf den Lebensgebieten, etwa auf den Gebieten der Ernährungswirtschaft oder der Industrie, hat zwar gezeigt, dass eine Rüstung in einem beschränkten Umfang im Anrollen war, hat aber in keiner Weise Anhaltspunkte dafür gegeben, dass auf einen Angriffskrieg hingearbeitet wurde. Ich komme nunmehr zum Verhältnis des SD zur SS. War der SD immer ein untrennbarer und wichtiger Teil der SS? Ich beziehe mich hierbei auf das deutsche Protokoll, auf das Protokoll vom 19. Dezember, Seite 1596 des deutschen Protokolls und Seite 1798 des englischen Protokolls, wo dies von der Anklagebehörde vorgetragen worden ist. Bitte beantworten Sie meine Frage. Nein, zur Begründung möchte ich dazu Folgendes sagen. Nachdem die Aufgabe für die SS, ihr beim Versammlungsredner Führerschutz zu helfen, erledigt war, ist die neue Aufgabe völlig unabhängig von der SS, auch unabhängig vom Reichsführer SS, aus dem eigenen Mitarbeiterstab des Sicherheitsdienstes heraus gebildet und weiterentwickelt worden. Die Anklagebehörde hat weiter vorgetragen, auf Seite 1795 des englischen Protokolls. Die allgemeine SS ist die Grundlage, die Hauptwurzel gewesen, aus der die verschiedensten Zweige gewachsen sind. Nehmen Sie dazu im Hinblick auf den Inlandsnachrichtendienst Stellung. Das kann für den Inlandsnachrichtendienst schon deshalb nicht gelten, weil etwa nur 10% der hauptamtlichen Mitarbeiter aus der allgemeinen SS hervorgegangen sind und weil mindestens 90% der sämtlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter und des Vertrauensmännernetzes der SS weder angehört haben, noch ihr angehören wollten, noch ihr vom Apparat aus gesehen angehören sollten. Gab es in der SS ein einheitliches Oberkommando, unter dem die einzelnen Hauptämter gemeinsam operierten, oder in der Weise automatisch zusammenwirkten, dass jeder Zweig der SS eine bestimmte Spezialaufgabe im Rahmen des Ganzen erfüllte? Ich beziehe mich hierbei auf das Protokoll vom 19.12.45 auf Seite 1794 des englischen Protokolls. Nehmen Sie hierzu Stellung. Nein. Geben Sie eine Begründung. Die einzige institutionelle Gesamtverkörperung der SS war der Reichsführer SS.
Die Hauptämter, die unter ihm standen, waren in keiner Weise ein Oberkommando. Sie vertraten nach außen in gleichen Fragen verschiedene Standpunkte. Sie konkurrierten miteinander. Sie waren oft auch eifersüchtig aufeinander. Es war auch nicht so, dass jedes dieser Hauptämter irgendwie einen Zweig dargestellt hätte, der für das Ganze notwendig war, weil sie sich in ihren Aufgaben, ihren Zuständigkeiten überschnitten. So waren zum Beispiel für Volkstumsfragen 4 bis 5 Hauptämter mitverantwortlich. Und es war nicht möglich, obwohl gerade vom Reichsjahrshauptamt aus der Vorschlag gemacht wurde, die Zuständigkeit eines Amtes herbeizuführen. Es gab unter diesen verschiedenen Hauptämtern auch kein Führungsamt. Das sogenannte Führungshauptamt hatte lediglich Funktion der Waffen-SS zu erfüllen. Wenn irgendein Amt diese Führung beansprucht hätte, wären die anderen sofort dagegen aufgestanden. Welchen Einfluss hat Himmler auf die Entwicklung der Aufgaben des Inlandsnachrichtendienstes gehabt? Himmler hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der eigentlichen Lebensgebietsaufgabe des Inlandsnachrichtendienstes nicht gehabt. Die Aufgabe hat sich aus dem Amt heraus entwickelt. Sie hätte sich auch ebenso gut an einer ganz anderen Stelle entwickeln können. Und es hat sogar eine ganze Reihe von Fällen gegeben, wo die Aufgabe dadurch, dass sie an einen Mann gebunden war, der in der Führung einer unter mehreren war, dass die Aufgabe dadurch gelitten hat, weil es nicht immer möglich war, Berichte über den Reichsführer hinweg an die Stellen zu bringen, an die sie kommen sollten. Zum Nachweis eines einheitlichen Willens, einer planmäßigen Verbindung zwischen SD und SS, hat sich die Anklagebehörde insbesondere auf das Buch von Dr. Best, Die deutsche Polizei, und auf die Rede Himmlers über die Organisation und Ziele der SS und Polizei berufen. Es handelt sich hierbei um die Dokumente PS 1852 und PS 1992. Ist Ihnen das Buch von Dr. Best und ist Ihnen die Rede von Himmler über die Organisation und Ziele der SS und Polizei bekannt? In großen Zügen ja. Nehmen Sie dazu Stellung, ob in dem Buch von Dr. Best und in der Rede von Himmler das Verhältnis von SS und SD richtig wiedergegeben wird. Es handelt sich bei dieser Frage im Wesentlichen um die Klärung des Begriffes, der in verschiedenen Reden und Veröffentlichungen mit Staatsschutzkorps bezeichnet worden ist. Dieser Staatsschutzkorps-Gedanke ist von Himmler und Heydrich sehr früh, etwa seit 1936, vertreten worden. Er hat seinen Inhalt gewandelt. Er ist aber, obwohl er immer wieder auf Reden auftauchte, in Wirklichkeit niemals durchgeführt gewesen, sondern die einzelnen Teile dieses von Himmler sogenannten Staatsschutzkorps haben sich selbstständig entwickelt, haben sich selbstständig entfaltet, sind keine Einheit gewesen, sodass man hier davon sprechen kann, dass es zwar der Wunsch Himmlers gewesen ist, dieses Staatsschutzkorps zu bilden, dass aber zu einer tatsächlichen Durchsetzung dieser Gedanken nicht gekommen ist. Hatten die,
hatten die höheren SS- und Polizeiführer auch über den SD Befehlsgewalt und hatten sie die Tätigkeit des SD zu überwachen. Ich beziehe mich hierbei auf den Trial-Brief gegen die Gestapo und den SD, Seite 12 der englischen Ausgabe, und auf den Trial-Brief gegen die SS, Seite 12 der englischen Ausgabe. Die höheren Sitzen Polizeiführer hatten weder Befehlsgewalt, noch hatten sie den Sicherheitsdienst zu überwachen. Sie waren in ihren Bereichen lediglich Repräsentanten des Reichsführers, ohne dass sie irgendwie eine sachliche oder disziplinarische Zuständigkeit über den Sicherheitsdienst hatten. Versuche in dieser Richtung sind im Zusammenhang mit dem vorhin eben erwähnten Staatsschutzkorps-Gedanken gemacht worden, sind aber gerade vom Inlandsnachrichtendienst aus abgewehrt worden. Ich komme nunmehr zum Verhältnis des SD zur Partei. Wie war das organisatorische Verhältnis zwischen dem Inlandsnachrichtendienst und der politischen Leitung der NSDAP? Der Inlandsnachrichtendienst war zwar eine Einrichtung der Partei, aber er gehörte nicht der Organisation der politischen Leitung an. Ein organisatorischer Zusammenhang bestand also nicht. Die eigentliche und letzte Aufgabe des Inlandsnachrichtendienstes ist ihm auch nicht von der Partei gegeben worden. Der von der Partei gegebene Auftrag war, wie ich vorhin bereits erwähnte, im Wesentlichen in den Jahren 38-39 erledigt. Zweitens hat er seine Berichte an sämtliche Führungsstellen gegeben, nicht nur an die Partei, sondern auch an die Führungsstellen des Staates. Ich komme nunmehr zum nächsten Beweisthema, Verhältnis des SD zur Gestapo. Waren Gestapo und SD ein immer enger werdendes, einheitliches Polizeisystem? Ich beziehe mich hierbei auf den Trialbrief gegen die Gestapo und den SD, Seite römisch 12, Seite 1, 4, 13, 18, 21 der englischen Ausgabe. In welchem Zusammenhang standen die Organisationen Gestapo und SD hinsichtlich der Ziele, Aufgaben, Tätigkeiten und Methoden? Zunächst die erste Frage. Es handelte sich nicht um ein einheitliches Polizeisystem, da Sicherheitsdienst und Polizeisystem überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Sicherheitsdienst und geheime Staatspolizei waren zwei vollständig verschiedene Organisationen. Während sich der Sicherheitsdienst aus einer Gliederung der Partei heraus entwickelt hatte, war die geheime Staatspolizei die Fortsetzung einer bereits bestehenden staatlichen Einrichtung. Während der Sicherheitsdienst sein Ziel und seine Aufgabe darin sah, einen Überblick auf Lebensgebieten oder über bestimmte Tätigkeitsformen anderer weltanschaulicher Gruppen zu finden, den Einzelfall also als Symptom und Beispiel ansah, war es die Aufgabe der geheimen Staatspolizei, aufgrund von gegebenen Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und so weiter, sich gerade um den Einzelfall zu bekümmern, ihn vorbeugend oder nachfolgend in polizeilicher Exekutive zu lösen. Während
die geheime Staatspolizei mit Exekutivmitteln wie Vernehmung, Beschlagnahme und so weiter arbeitete, hatte der Sicherheitsdienst zu keiner Zeit eine Exekutive. Hatte der SD die Aufgabe, die Sicherheitspolizei zu unterstützen, wie dies in Erlassen und anderen Verlautbarungen, insbesondere im Runderlass vom 11.11.1938, beziehe mich hierbei auf das Dokument 1638 PS, zum Ausdruck gebracht worden ist? Nein, das ist missverständlich ausgedrückt. Ich darf vielleicht zu dem Runderlass vom 11.11.38 mit einigen Worten Stellung nehmen. Es handelte sich bei diesem Runderlass darum, dass zum ersten Mal eine Vereinbarung zwischen dem Sicherheitsdienst und einer staatlichen Dienststelle geschlossen wurde. Der Hauptzweck dieser Vereinbarung war, dass der Sicherheitsdienst damit von einer staatlichen Dienststelle offiziell nach außen anerkannt wurde. Langsamer. Und dass Beamte, die in ihm mitarbeiteten, nicht wie das bis dahin wiederholt geschehen war, aufgrund dieser Mitarbeit, etwa wegen Bruch ihrer Schweigepflicht, verfolgt werden konnten. Die Vereinbarung wurde damals davon abhängig gemacht, dass irgendeine staatliche Aufgabe genannt werden konnte. Da einmal der Sicherheitsdienst nach außen in dieser Zeit 1938 kaum hervortrat, zum anderen die Lebensgebietsarbeit von der Partei überhaupt noch nicht legitimiert war, sodass sie im Erlassen nicht angeführt werden konnte, hat Heydrich das Beispiel der Unterstützung der Sicherheitspolizei angeführt, weil das von außen her nicht nachprüfbar war. Hatte der SD die Aufgabe, die Angehörigen der Gestapo zu überwachen? Nein. Ergibt sich aus der Einrichtung der Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD eine Verbindung dieser beiden Organisationen? Nein, die Inspekteure hatten lediglich eine gewisse Aufsichtsbefugnis über die Organisation im Einzelnen. Sämtliche Weisungen, Aufgabenstellungen und so weiter kamen von Berlin. Wie war das Verhältnis der Abteilungen 3 bei den Dienststellen der Befehlshaber beziehungsweise bei den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD? Die Frage ist mir nicht ganz verständlich. Verhältnis zu wem? Zur Sicherheitspolizei. Die Abteilung 3 der Dienststellen der Befehlshaber und Kommandeure waren ebenso Abteilungen wie die Abteilung 4. Sie bearbeiten sicherheitsdienstliche Aufgaben, während die Abteilung 4 staatspolizeiliche Aufgaben bearbeiteten. Sie waren Abteilungen des Befehlshabers, der Dienststelle des Befehlshabers und nicht Teile oder Einrichtungen des Amtes 3 des Reichssicherheitshauptamtes. Ebenso wenig wie die Abteilungen 4 Einrichtungen des Amtes 4 des Reichssicherheitshauptamtes waren. Ich komme nunmehr zur kurzen Erörterung der einzelnen Kriegsverbrechen, die dem SD zur Last gelegt werden. Zunächst zu den Einsatzgruppen. Beziehe mich hierbei auf Beweistatbestand Römisch 6a des Treilbriefes. Waren die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos, die im Osten eingesetzt waren, ein Teil des SD? Nein. Diese Einsatzgruppen und Einsatzkommandos waren Einrichtungen ganz eigener Art. Ist die Organisation des SD Inland für die Tätigkeit der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos verwendet worden? Die Frage muss
in der Weise, wie sie gestellt worden ist, verneint werden. Es ist nicht so, dass etwa Teile der Organisation zu diesen Einsatzgruppen abgeordnet worden sind. Wenn einzelne Angehörige des Sicherheitsdienstes zu den Einsatzgruppen oder Einsatzkommandos kamen, dann ist das vergleichbar einer militärischen Einberufung. Ebenso wie ein Beamter, der zur Wehrmacht einberufen wird, dort andere Aufgaben bekommt, zumindest bekommen kann, war das auch beim Angehörigen des Sicherheitsdienstes der Fall. Soweit von den Einsatzgruppen sicherheitsdienstliche Aufgaben zu erledigen waren, also etwa Berichterstattung auf einzelnen Lebensgebieten und so weiter, kamen Weisungen an die Einsatzgruppen vom Amt 3. Haben die Angehörigen des SD und der nachgeordneten Dienststellen durch die Berichte aus dem Osten oder von Einsatzgruppenberichten Kenntnis über Massenerschießungen, sonstige Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhalten? Derartige Einsatzgruppenberichte wurden an die nachgeordneten Dienststellen im Reich überhaupt nicht weitergegeben. Sodass also auch die Angehörigen dieser Dienststellen keine Kenntnis von diesen Dingen haben konnten. Hat der SD die Verantwortung für die Errichtung, Einteilung, Bewachung und Verwaltung von Konzentrationslagern? Nein. Können Sie die Antwort begründen? Es gibt da keine Begründung, weil der Sicherheitsdienst hatte mit diesen Dingen zuständigkeitsmäßig nie etwas zu tun. Hat der SD irgendwelche Konzentrationslager errichtet? Nein. Hat der SD irgendwelche Konzentrationslager eingeteilt? Nein. Ist die Organisation des SD zur Bewachung der Konzentrationslager verwendet worden? Nein. War der SD für die Einweisung und Behandlung von Konzentrationslagerhäftlingen zuständig? Nein. Hatte der Inlandsnachrichtendienst Weisung von Himmler, sich bei Zusammenstößen zwischen deutschen und englisch-amerikanischen Fliegern nicht einzumischen? Nein, der Sicherheitsdienst hat schon deshalb keine Weisung haben können, weil er keine polizeilichen Funktionen hatte und eine Einmischung überhaupt nicht in Frage gekommen wäre. Hat der Inlandsnachrichtendienst Standgerichte gebildet, um Personen in besonderen und abgekürzten Verfahren zu verurteilen? Diese Frage bezieht sich auf den Beweistatbestand Römisch 6h des Dreilbriefes. Es gehört überhaupt nicht zu den Funktionen des Sicherheitsdienstes, Standgerichte zu bilden. Also auch nicht Standgerichte dieser Art. Weil auch das wieder eine Exekutivmaßnahme gewesen wäre, mit der der Sicherheitsdienst nichts zu tun hatte. Hat der Inlandsnachrichtendienst am 3 Personen in Konzentrationslagern hingerichtet oder gefangen gehalten wegen Verbrechen, die angeblich von den Verwandten begangen worden sind? Diese Frage bezieht sich auf den Beweistatbestand 6J des Dreilbriefes. Der Sicherheitsdienst hatte damit nichts zu tun. Hat der SD Verhöre dritten Grades durchgeführt? Diese Frage bezieht sich auf den Beweistatbestand 6L. Der Sicherheitsdienst hat überhaupt keine Verhöre durchgeführt, infolgedessen auch nicht solche dritten Grades. Schildern Sie ganz kurz die Ziele, Aufgaben, Tätigkeiten und Methoden der Gruppe 3A des Reichssicherheitshauptamtes, die Sie zeitweise geleitet haben. Es war Aufgabe der Gruppe 3A, die Auswirkungen von Gesetzgebung, Rechtspflege
und Verwaltungsmaßnahmen auf das deutsche Volk zu beobachten, diese Beobachtung berichtsmäßig zusammenzustellen und den Führungsstellen zugänglich zu machen. Es war weiter Aufgabe der Gruppe 3a, und zwar der Abteilung 3a4, in regelmäßigen Berichten über die allgemeine Stimmung und Haltung der deutschen Bevölkerung den Führungsstellen ein laufendes Bild über diesen Tatbestand zu geben. War die Mitgliedschaft im SD freiwillig oder das Ergebnis gesetzlicher Anordnung? Diese Frage lässt sich mit Ja oder Nein nicht beantworten. Ich darf vielleicht als Beispiel meine eigene Gruppe nehmen. Ich hatte in meiner Gruppe zum Schluss etwas über 60 Personen beschäftigt. Davon waren ungefähr 75% Kraft gesetzlicher Anordnung tätig. Zum Beispiel waren meine sämtlichen 4 Abteilungsleiter zum Sicherheitsdienst abgeordnet, Notdienst verpflichtet oder kommandiert. Ich glaube, dass man für den gesamten Sicherheitsdienst die Zahl auf etwa 50-60% schätzen kann, die Kraft gesetzlicher Anordnung tätig waren. Diese verhältnismäßig hohe Zahl ergibt sich daraus, dass einmal bei Kriegsbeginn eine ganze Masse hauptamtlicher Kräfte eingezogen wurden, dass zweitens das Aufgabengebiet räumlich vergrößert wurde, dass also Männer, zum Teil auch weibliche Hilfskräfte, in den Einsatz geschickt werden mussten, in die besetzten Gebiete, und dass drittens überhaupt die Gesamtaufgaben des Sicherheitsdienstes im Kriege anwuchsen und das Personal mit den dafür gegebenen gesetzlichen Notwendigkeiten beschafft werden musste. Notdienstverpflichtung und so weiter. Herr Präsident, ich habe keine weiteren Fragen.